Hallihallo, wir legen heute gleich los. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, was wir heute machen, außer dass ich gebeten wurde, mal ein bisschen mehr für den Schulter-Nackenbereich zu machen, da ihr ja doch alle viel am Schreibtisch sitzt, beziehungsweise ungewohnterweise auch im Homeoffice. Da gehe ich in der Erwärmung ein bisschen drauf ein und auch ganz am Ende machen wir eine Art Eigenmassage für den Schulter-Nackenbereich, für den Halsbereich. Ja, ansonsten. Vorsicht, wie immer. So, wir starten mit Side to Side, außen auftippen und die Schultern im Wechsel kreiseln lassen. Zieht die Schultern richtig weit nach oben, auch weit nach hinten. Ihr könnt auch den Oberkörper, den Brustkorb mit nach hinten ziehen, ja, um die Bewegung noch größer zu machen, den Rücken mit dazu zu nehmen. Locker den Ellbogen mit hochziehen und eben auch weit nach hinten. Rollt über den ganzen Fuß ab. Beide. Und richtig nach hinten ziehen. Zieht die Schulterblätter zusammen. Schultern an sich tief lassen jetzt. Dann zieht die Ellbogen ungefähr auf Schulterhöhe hoch und dann eben weit nach hinten. So, wir machen daraus eine Brustschwimmbewegung. Schiebt die Arme und auch die Schultern richtig weit nach vorne raus. Und auch wieder weit nach hinten die Arme ziehen. Fuß mal mit ansetzen, Step Touch. Und dann die Armbewegung andersrum machen. Immer noch von der Seite nach vorne ziehen. Auch weit nach vorne ziehen. Und die Arme weglassen, locker lassen. Wir machen den Schritt ein bisschen größer und gehen mit der Hüfte tiefer. Lass den Rücken aber gerade, Bauch mit ranziehen, hin und her. Noch ein bisschen tiefer, wenn es geht. Und wieder hochkommen und den Schritt, so wie er ist, einfach schräg nach vorne setzen. Der rechte Fuß ist immer vorne. Arme ganz locker mitschwingen, Schultern sind locker. Und das Knie einmal mit hochziehen anstatt des Auftippens. Noch zweimal und dann wieder marschieren und Step Touch nach links und auch wieder schräg nach vorne. Jetzt ist immer euer linker Fuß vorne. Arme, Schultern auch hier locker mitschwingen. Knie hochziehen. Fast vergessen. Einmal noch und marschieren. So, jetzt machen wir nochmal Step Touch quasi nach rechts. Gleich das Knie mit hochziehen und dann bleiben wir mal vorne auf dem Bein und ihr zieht das Knie jetzt hier richtig schnell hoch. Zack. Richtig explosiv. Zack, hochziehen. Standbein ist immer angewinkelt. Schnell hochziehen. Schnell hoch. Bringt hinten immer den ganzen Fuß, also auch die Ferse zum Boden und dann wirklich mit Zack und explosiv das Knie hochziehen. Standbein ist immer angewinkelt und jetzt auch mehr Spannung in den Oberkörper, in die Schultern. Einmal noch und locker lassen. Nochmal Step Touch nach links, schräg vorsetzen. Zieht das Knie nochmal mit hoch. Und dann auch wieder vorne stehen bleiben und mit Zack hochziehen. Zack hoch. Wieder den ganzen Fuß hinten Richtung Boden bringen. Vielleicht zieht er sogar auch kurz die Wade. Und immer wieder zack hoch. Zack hoch. Zack hoch. Wirklich so schnell und explosiv, wie ihr könnt. Einmal noch. Und locker lassen. Locker tippen. Kurz ausschütteln die Beine. Beine dabei öffnen.
Bauch festmachen. Bisschen schneller werden mit Tippeln. Und gib kurz richtig Gas. Ziehen, 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 ziehen. Und wir bleiben mit geöffneten Beinen stehen. Tendenziell wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter öffnen. Füße in die Diagonale drehen. Wir bleiben immer aufrecht, bewegen uns auf und ab. Ja, wirklich gerade bleiben, Bauch und Becken mit ranziehen. Und ihr nehmt mal dabei die Hände zusammen, Arme sind lang. Beim Tiefgehen Arme hochziehen, ungefähr wieder auf Schulterhöhe. Und dabei drückt ihr die Hände zusammen. Druck auf die Hände, locker lassen. Druck, locker. Schultern bewusst runterschieben. Druck, locker. Ja, die Arme sind relativ lang, also ganz gestreckt sind sie nicht, aber so lang wie möglich. Und bleibt den aufrecht. Fersen bleiben am Boden, wenn die hochkommen, ist Schluss in der Bewegung. Ja, dann geht er nicht noch tiefer. Druck, locker. Druck, locker. Wir bleiben mal unten, Arme bleiben oben, Schultern runterschieben, ganz locker die Hände zusammenlassen. Und jetzt hier eine kleine, schnelle Wackelbewegung, eine Art Vibration machen. Der Körper an sich soll so fest bleiben, wie es geht. Ja, klein und schnell. Zack, 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 atmen. Langsamer werden, stillhalten. Wir bleiben hier unten mit der Hüfte und im Wechsel mit dem Oberkörper so weit aufdrehen wie möglich. Schaut der Hand hinterher, ja, öffne vorne die Schulter, den Brustkorb. Richtig aufdrehen. Wir lassen die Hände vorne nochmal geschlossen, nochmal ein bisschen tiefer gehen mit der Hüfte, leicht Druck auf die Hände und nochmal vibrieren hier vorne. Schultern sind tief, klein und schnell, rechts, links, zack, 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 zack. Weiter, 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 weiter. Und dann wieder hochkommen. Nochmal locker tippen. Mal die Hände kurz öffnen und schließen dabei. Beine schließen. Die Hände bleiben zur Faust geballt und gebt richtig Gas. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Noch 4, 3, 2, 1 und stehen bleiben. Aufs rechte Bein stellen. Linkes Bein geht jetzt immer rauf und runter und dabei drückt ihr euch noch auf die Zehenspitzen. Versucht nur auf dem rechten Bein dabei zu stehen. Und drückt euch immer wieder ganz weit nach oben raus. Bauch ist immer noch fest. Beim nächsten Mal auf den Zehenspitzen bleiben. Halten, halten, halten. Und wieder locker lassen. Ausschütteln. Und die Seite wechseln. Aufs linke Bein stellen. Und das rechte Bein kommt vorne wieder hoch. Und tief, weit auf die Zehenspitzen drücken. Einbeinig. Wer schafft. Immer volle Körperkontrolle. Nächstes Mal wieder oben bleiben, Gleichgewicht halten, halten, halten und locker lassen. Wieder ausschütteln die Beine, lockern. So, kurz ausschütteln. So, dann mal ganz entspannt hinstellen, wirklich ganz locker, also die Beine ein bisschen anwinkeln, gar nicht doll, jedenfalls nicht voll durchdrücken, ganz entspannt stehen. So, Schultern sind tief. Ihr nehmt mal eure rechte Hand und legt sie hier ganz locker erstmal an die linke Kopfseite sozusagen ran. Ja, nur wirklich nur locker ranlegen, gar nichts weiter, Schulter bleibt tief. Mit der Ausatmung lehnt ihr den Kopf nach rechts rüber. Mit der Einatmung hochkommen.
Und die Hand drückt minimal den Kopf nach unten. Ja, also wirklich ziemlich locker hier die Hand lassen. Und erst im letzten Stück, wo es vielleicht gar nicht mehr weitergeht, da könnt ihr nochmal leicht nachdrücken. Und wieder beim Aufrichten die Hand ganz locker lassen. Ausatmung, rüberlehnen, einatmung, aufrichten. Ja, so eine ganz entspannte Bewegung im Atemrhythmus, dass ihr merkt, wie hier links der Nacken kurz zieht. Bitte nicht so doll am Kopf drücken, wie es geht, um Gottes Willen, ja, nur leicht. Reicht völlig aus. Jetzt lasst dann den Kopf mal rübergelehnt. Atem fließen lassen, ruhig die Schulter links noch weiter runterschieben und die Hand drückt minimal auf den Kopf. Ihr lasst den Kopf so, nehmt aber die Hand weg. Also wir gucken jetzt schräg nach vorne, mehr Ohr ist Richtung Schulter gelehnt. Aus der Position heraus macht ihr eine nickende Bewegung, das heißt, euer Kinn geht jetzt Richtung linkes Schlüsselbein. Ja, einfach nur schräg rüber schauen. Keine Drehung oder so, wirklich nur eine nickende Bewegung. Und da spürt ihr, wie sich die Zugrichtung im linken Halsbereich etwas verändert, entweder von der Richtung her oder auch von der Intensität. Das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Jetzt lasst ihr das Kinn mal Richtung Schlüsselbein gezogen. Ja, also ihr müsstet nach links schräg unten schauen. Und den Kopf jetzt erst zurücknehmen und dann aufrichten. Kurz kreiseln lassen. Und dann, wir stehen immer noch ganz locker. Linke Hand an die rechte Kopfseite. Schultern bleiben tief. Und dann wieder mit der Ausatmung den Kopf rüberlehnen. Erst im letzten Stück drückt die Hand ganz leicht mit der Einatmung aufrichten. Ja, auch hier bitte nicht so doll, wie es geht. Ja. Und jeder immer in seinem Atemrhythmus. Aufrichten des Kopfes ist die Hand ganz locker. Und dann lassen wir den Kopf wieder rüber gelehnt. Gerne die rechte Schulter noch tiefer schieben und ganz leicht den Kopf nach unten drücken. Vielleicht merkt ihr auch einen Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite. So, der Kopf bleibt so, die Hand wegnehmen, Arme locker hängen lassen und auch hier jetzt wieder eine nickende Bewegung machen mit dem Kopf. Das Kinn geht Richtung rechtes Schlüsselbein. Ja, ihr schaut nach schräg rechts unten. Auch hier ruhig mit der Ausatmung die Bewegung Richtung Schlüsselbein machen, Einatmung lösen. Spürt in euren Nackenbereich hinein. Einmal noch. Und dann auch wieder zurückbringen, den Kopf aufrichten, kurz lockern. So, jetzt einmal noch zu einer Seite gehen, ist jetzt eigentlich egal zu welcher. Und wir lassen den Kopf nur über vorne nach rechts und links schlenkern. Nur vorne lang. Wirklich mit vollem Gewicht den Kopf runterhängen lassen. Eure Beine sind noch ganz leicht angewinkelt. Rechts, links, gar nicht zu schnell. Ja. Und dann lasst ihr den Kopf mal auspendeln. Also er soll dann gleich still richtig runterhängen. Schultern hängen. Und dann den Kopf der Länge nach aufrichten. Kurz locker. So, wir bleiben gleich hüftbreit stehen. Ihr drückt euch immer wieder auf die Zehenspitzen hoch, jetzt mit beiden Füßen gleichzeitig. Arm hier nach, an die Seite nehmen, nach oben, oben nach oben ausstrecken, anwinkeln. Beim Anwinkeln zieht ihr die Ellbogen tendenziell ein Stück nach hinten. Und wirklich richtig lang machen.
Bauch und Posen permanent fest. Rausschieben, anwinkeln. Rausschieben, anwinkeln. Einmal noch und wieder unten bleiben. Hände hinterm Kopf jetzt ineinander nehmen. Einfach die Finger ineinander stecken, an den Hinterkopf hinten ran. Schultern sind wieder tief, während ich hier oben die wirklich runterschieben, Beine wieder ein bisschen anwinkeln. Und jetzt zieht ihr mal eure Ellbogen so weit nach hinten, wie es geht. Ja? Das kann durchaus sein, dass es hier vorne ein bisschen spannt und zieht. Und nach vorne rund machen. Öffnen richtig weit, ruhig auch kurz halten hinten, ein, zwei Sekunden. Nach vorne zusammenbringen. Öffnen. Nach hinten zusammenbringen, öffnen, zusammenbringen. Jetzt lasst ihr die Arme mal auf, Hände sind wirklich hinten am Hinterkopf dran, Schultern sind unten. Euer Kopf drückt ganz leicht nur in die Hände rein, dabei bewegt sich euer Kinn hier Richtung Brustbein. Ja, das kommt hier nicht hoch, das geht hier nach unten, so eine Art Doppelkinn machen. Ja, mit dem Hinterkopf ganz leicht nur in die Hände drücken und locker lassen. Bitte auch hier nicht so doll, wie es geht. Ja, die Strukturen am Hals sind klein, grazil sozusagen. Leichten Druck, Kinn geht Richtung Brustbein, Doppelkinn machen, locker lassen. Ja, wir wollen die Muskulatur nur kurz aktivieren. Der Kopf drückt in die Hände, nicht die Hände in den Kopf. Und einmal noch. Und wieder locker lassen. Arme wieder runternehmen. Wir tippeln. So, jetzt. Wir tippeln immer viermal. Also 1, 2, 3, 4 und springen einmal. 1, 2, 3, 4. Springen. Wer nicht springt, macht 1, 2, 3. Macht sich lang. 1, 2, 3, 4, lang machen. Ja, oder im Sprint. 1, 2, 3, 4, lang. 1, 2, 3, 4, lang. Richtig hoch machen. 1, 2, 3, 4, lang. 1, 2, 3, 4, lang. Hoch. Streckt euch aus. 1, 2, 3, 4, lang. 1, 2, 3, 4, lang. Einmal noch. Und lang. Und nochmal stehen bleiben. Nächste Übung zeige ich von der Seite. Und zwar stehen aufrecht auf dem linken Bein. Rechtes Bein nach hinten abspreizen. Und beim Senken des Beines tief gehen. Nee, umgekehrt. Moment, so, aufrecht stehen, Bein abspreizen, so, dabei tief gehen. Sonst kommen wir so ein bisschen in eine Quere mit dem Fußboden. Ja, tief gehen, Bein hinten hochziehen. Der Oberkörper kippt dabei auch immer wieder vor, aufrichten, vorkippen, aufrichten. Ja, wenn das Bein hinten oben ist, bilden Oberkörper und Bein hinten eine Linie. Also es die Linie bilden wir eigentlich fast die ganze Zeit über. Lass die Ferse am Boden. So, lass das Bein hinten kurz oben. Den Fuß ganz weit hinten aufsetzen, Ausfallschritt. Arme hängen lassen, Ferse ist jetzt schon oben und auf und ab bewegen. Knie bleibt über dem Knöchel vorne ungefähr, Füße zeigen direkt nach vorne.
Und oben bleiben. Kurz ausschütteln und dann die Seite wechseln. Erstmal wieder einbeinig, Beine hinten abspreizen, tief gehen. Tastet euch daran, wie weit ihr tief gehen könnt. Auch hier bleiben wieder Bein und Oberkörper in etwa in einer Linie. Ferse bleibt immer unten rechts. Bein wieder oben kurz halten. Und den Fuß wieder ganz weit nach hinten setzen. Ferse hinten bleibt oben. Füße zeigen nach vorne. Und aufrecht auf und ab bewegen. Und wieder oben bleiben. Kurz lockern, ausschütteln. So, bitte nochmal ein bisschen schneller werden, ruhig. Beine gehen zügig hintereinander weg, auf und zu. Öffnen, schließen. So, nochmal geöffnet lassen und gebt nochmal richtig Gas. Zügig hintereinander weg. Und wir bleiben genau so nochmal stehen. Beine ein bisschen anwinkeln. Und zwar nochmal ein bisschen hier so die Seiten aufdehnen, mobilisieren. Und zwar rüberlehnen. Beide Arme schiebt ihr so weit raus in die Diagonale, wie es geht. Kurz halten. Dann kommt ihr hoch. Lasst die Arme mal in einer Linie. Also nur aufrichten. Hüfte bleibt auf gleicher Höhe. Nach vorne rund machen. Wieder aufrichten, Arme auf Schulterhöhe ziehen und in die andere Seite lehnen. Arme richtig rausschieben in die Diagonale. Oberkörper ist wirklich so weit rübergelehnt, wie ihr schafft. Arme rausschieben, schieben, schieben, rüberlehnen. Und wieder aufrichten, Arme auf Schulterhöhe ziehen, nach vorne rund machen. Sobald die Arme vorziehen, wie es geht, wieder aufrichten. Machen wir genauso nochmal. Nach rechts rüberlehnen. Arme sind ungefähr diagonal. Rausschieben. Der Marker kann auch nach oben zur Hand gucken. Wieder aufrichten. Nach vorne rund machen. Bauch und Becken zieht ihr ran zur Wirbelsäule. Und wieder aufrichten. Und einmal dann noch nach links rüberlehnen. So weit rüberlehnen, wie es geht. Gerne auch hochschauen zur Hand. Arme rausschieben, schieben, 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 schieben. Und dann wieder aufrichten. Hochkommen. Als nächstes machen wir immer drei Übungen hintereinander weg. Immer 40 Sekunden ohne Pause. Wirklich hintereinander weg. Drei Runden. Das heißt, es sind 6 Minuten hintereinander weg. In diesen 40 Sekunden, ich hoffe, ihr hört den Timer, beziehungsweise sage ich auch mal wieder was an. In den 40 Sekunden versucht ihr immer so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen. Ja? Vergleicht einfach, also wir schaffen 3 Runden. Genau, ob ihr da langsamer geworden seid, schneller geworden seid in den Runden oder vielleicht einfach die Geschwindigkeit auch mal haltet, was auch schon super wäre. Ja, also wie gesagt, hintereinander weg, ohne Pausen, mit so viel Wiederholung, wie ihr schafft. Bevor ich den Timer drücke, zeigt die Übung erst, die erste Übung. 40 Sekunden lang in der Kniebeugeposition, hier wippen. Rücken bleibt gerade, Schulter nach hinten ziehen, wippen. Die zweite Übung. Ganz schnell, 40 Sekunden tippen. Ja, hier wirklich richtig Gas geben. Und die dritte Übung, da gehen wir runter in den Stütz. Und wir setzen Step-Touch nach rechts, Step-Touch nach links. Je nachdem, wie breit eure Matte ist, steigt da ruhig rüber. Ja, rechts, links, das 40 Sekunden. Und dann kommt ihr wieder hoch. Und dann starten wir wieder hier mit den wippenden Kniebeugen. Ja, lasst euch in den Übergängen nicht zu viel Zeit. Ja, also hintereinander weg, auf geht's. Also wir starten mit den wippenden Kniebeugen. Immer 40 Sekunden. Vielleicht habt ihr auch irgendwo selber eine Uhr hängen, auf die ihr kurz gucken könnt, aber braucht ihr eigentlich nicht.
Ne, geht schön runter mit der Hüfte, Bauch anziehen, Schultern wegschieben, atmen nicht vergessen. Wippen, wippen, wippen. So, Hälfte schon. Versuch den Rücken wirklich gerade zu lassen. Ja, werd da nicht krumm. Hochkommen. Und dann wirklich 40 Sekunden lang so schnell tippeln, wie ihr könnt. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Der Oberkörper ist relativ fest dabei. Bauchspannung. Schnell, 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 schnell. Gas geben. Mal weiter, nicht langsamer werden. Hälfte. Denkt nur nach der Übung, jetzt runter auf die Matte. Dauert aber noch einen Moment. Ziehen, 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 ziehen. 10 Sekunden noch. Kann schon mal das Mattenende tippeln. Und dann runter in den Stütz. Nicht durchhängen. Step Touch nach rechts. Nach links, wenn es vielleicht nicht mehr geht, bleibt einfach auf den Füßen in der Mittelposition. Ja, kann ja auch sein. Rechts, links. Steigt gerne rüber über die Matte. Knapp über die Hälfte. Wie gesagt, danach dann wieder hochkommen und dann kommen wieder die wippenden Kniebeuge. Knie aufsetzen, kommt rückengerecht hoch, Kniebeugeposition und wir wippen. Richtig runter mit der Hüfte, Fersen sind am Boden. Langer Hals, also Kinn ruhig auch mit zur Brust ranziehen. Wippen, wippen, wippen. So, wieder hochkommen und dann ganz schnell tippen. Jetzt mal ruhig die Beine dabei auch auf und zu machen, aber immer noch so schnell wie ihr könnt. Hintereinander weg. Und haltet die Geschwindigkeit. Noch. Wir lassen die Beine schon wieder geschlossen, tippeln an unserem Mattenende, also ich zumindest, je nachdem wie viel Platz ihr so habt. Und wir gehen wieder runter in den Schiff und wieder Step Touch nach rechts und links hin und her. Noch 10 Sekunden. Danach dann nochmal wippende Kniebeuge. In der Mitte bleiben. Knie aufsetzen. Wieder Rücken recht hochkommen. Und eine Runde noch. Wippende Kniebeuge. Schulter nach hinten ziehen. Bauchspannung. Immer weiter. Noch 8 Sekunden. Und wieder hochkommen und nochmal tippeln. Beine nochmal geschlossen lassen. Gebt nochmal richtig Gas. Letzte Mal tippeln für heute. Kleinen Endspurt einlegen, auch wenn noch eine Übung kommt. In der Variation. Weiter, 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 weiter. Gebt nochmal alles kurzzeitig.
12 Sekunden noch. So, ich tippe wieder an mein Mattenende, ihr vielleicht auch. Und dann geht's ein letztes Mal runter in den Stütz. Und nochmal 40 Sekunden im Stütz, Step Touch nach rechts und links setzen. Schiebt die Schultern weg. Noch 3, 2, 1. Wir bleiben unten. Setzt die Knie ab. Macht euch rund. Entweder Katzenbuckel oder Po Richtung Fersen. Schüttet die Hände gerne auch kurz aus. Puh. Spätestens jetzt sollte allen warm sein. So, dann legen wir uns auf den Bauch. Erste Übung, jetzt in Bauchlage, Kopf auf der Stirn ablegen, ihr könnt den Kopf aber gleich ein bisschen mit anheben. Arme sind am Körper angewinkelt, Beine anheben, die Beine gehen auf und zu und die Arme auch anheben und die über Kopf beugen und strecken. Und wie gesagt, ihr könnt den Kopf gerne mit schweben lassen, Kinn zur Brust ziehen, die Fingerspitzen berühren sich oben. Und die Arme bleiben angewinkelt, Beine ablegen, Arme ablegen, Kopf liegt auf der Stirn. So kurz alles ganz, ganz locker lassen. Den Kopf in kleinen Bewegungen so bewegen, dass abwechselnd Stirn und Kinn zum Boden gehen. Augen gerne dabei schließen und die Nasenspitze berührt fast immer noch den Boden. Gerne ganz kleine Bewegung machen. Atem fließt. Der Kopf landet auf der Stirn. Wir machen die Übung mit den Beinen und den Armen nochmal. Beine gehen auf und zu. Arme anheben, die nochmal über Kopf beugen und strecken. Und der Kopf kann gerne etwas schweben. Findet einen eigenen Rhythmus. Bauch anziehen. Arme berühren nicht den Boden. Ja, zieht die Arme weit oben lang. Und wieder locker lassen. So. Beine bleiben liegen. Jetzt nehmt ihr wie im Stand eben schon mal nochmal die Hände ineinander und legt die Hände auf den Hinterkopf. Kopf liegt erstmal noch auf der Stirn. So, jetzt zieht er hier die Arme hoch, so hoch wie möglich. Kopf, Oberkörper anheben. Die Ellbogen bleiben weit außen. Ihr rotiert. Und dabei tippen dann immer die Ellbogen wechselseitig auf den Boden auf. Ja, der Blick geht mit schräg rüber. Und versucht die Ellbogen immer so weit wie möglich oben zu halten. Beine bleiben liegen. Und schon wieder. Locker lassen, so ein bisschen kreiseln lassen, die Schultern und dann drückt ihr euch hoch auf die Hände und die Knie. Macht erst hier nochmal so einen richtig schönen Katzenbuckel, nochmal nach oben rausdrücken. Wieder gerade machen und wir gehen auf die Unterarme. Ellbogen unter die Schulter setzen, Knie unter die Hüfte. Jetzt das rechte Bein so angewinkelt wie es ist. Bleibt es auch und ihr zieht es im Wechsel. Zur Seite hochsenken, hinten hochsenken. Zur Seite hoch, hinten hoch. Wenn es zur Seite geht, ist das Knie euer höchster Punkt. Also ihr könnt den Fuß relativ weit unten hängen lassen sozusagen.
Und wenn das Bein hinten angewinkelt hochgeht, zeigt die Fußsohle Richtung Decke. Also versucht noch, wenn das koordinativ schafft, die Zehenspitzen mit Richtung Knie zu ziehen. Jetzt lasst ihr das Bein hinten oben, kommt mal auf die Hände hoch, das Bein hinten ausstrecken. Jetzt mal ruhig ganz lang und fest machen. Und jetzt den rechten Arm, also gleiche Seite, auch ausstrecken, heben, senken. Es bewegt sich jetzt nur der Arm, das Bein bleibt möglichst weit oben, Daumen zeigt nach oben. Absetzen, nehmt mal das Bein kurz runter. Wir wollen halbe Liegestütze machen und zwar Hände ein bisschen weiter nach außen setzen. Bein, rechtes Bein wieder nach hinten ausstrecken und jetzt hier Liegestütze machen. Ihr könnt gerne mit den Händen weiter nach vorne gehen, ja, dann kriegt ihr mehr Gewicht drauf. Bein bleibt immer oben. Und locker lassen. Sonst sitzt ein bisschen im Knie drückt, vielleicht legt euch was unter. Oder eure Matte ist dicker als meine. So, wieder auf die Unterarme runter. Das linke Bein im Wechsel. Auch wieder angewinkelt, hinten hochziehen, senken, zur Seite hochziehen, senken, hinten hoch, zur Seite hoch. Denkt dran, an der Seite ist das Knie immer der höchste Punkt. Ihr Fuß bleibt vom Prinzip her unten hängen. So, das Bein bleibt wieder hinten. Ausstrecken, auf die Hände hochkommen. Bein ist lang und fest, linken Arm ausstrecken. Wieder gleiche Seite, Daumen nach oben. Und wenn ihr soweit seid, den Arm auf und ab bewegen. Bein bleibt oben, ist still. Kurz alles runternehmen, auch hier die Hände ein bisschen weiter öffnen, vielleicht auch weiter nach vorne gehen. Ja, denkt dran, am Knie gerne was unterlegen. Bein hinten wieder hoch und wieder Liegestütze. Und wieder oben bleiben. Macht euch rund, Po Richtung Fersen oder nochmal Katzenbuckel machen. Und dann legen wir uns auf eine Seite. Und zwar als erstes mal die Beine ein bisschen anwinkeln, Arme auf den Körper ablegen, ganz locker die Schulter schiebt da mal Richtung Hüfte. Wirklich direkt gerade nach vorne schauen, dass eure Halswirbelsäule lang ist. Ihr zieht jetzt nur mal den Kopf hoch und wieder senken. Das Ohr Richtung Schulter ziehen. Ihr könnt immer die ganze Zeit auf den gleichen Punkt schauen. Ja, eine Rotation findet nicht statt, wirklich nur zur Seite legen. Ja, die Nase bleibt eigentlich fast immer da, wo sie ist. Die Nase ist der Drehpunkt. Und die Schulter ist eben weggeschoben.
Den Kopf liegen lassen. Beine ausstrecken, Arm geht hoch. Zehenspitzen ranziehen, Bauch ranziehen. Die Beine sollen beide schweben. Und jetzt hier versuchen, Kopf und Schultergürtel auf und ab zu bewegen. Ja, Rippen und Becken wandern hier zusammen. Der liegende Arm bleibt locker liegen. Und liegen bleiben. Auf den Unterarm kommen. Das untere Bein winkeln alle an, Obusbeine alle ausstrecken. Oberschenkel, Oberkörper sind in einer Linie. Nacheinander alles machen. Und zwar die Hüfte heben, Bein heben, senken, Hüfte senken, heben. Bein heben, senken, Hüfte heben, senken. Ja, wirklich nacheinander. Ellbogen muss unter der Schulter. Und wieder ablegen. Macht euch nochmal lang am Boden. Und zwar jetzt wirklich richtig lang. Wir nehmen die Arme beide über Kopf zusammen. Könnt die Hände ganz locker aufeinander legen oder auch die Hände ineinander stecken, die Finger ineinander stecken. So, von den Fingerspitzen bis zur Ferse in eine Linie kommen. Und jetzt beide Beine heben, senken. Heben, senken. Hüfte bleibt senkrecht, kippt bitte nicht weg. Und locker lassen. Auf den Rücken drehen. Füße dort beide aufstellen. Und zwar geht die Hüfte nach oben. Bleibt oben. Knie sind hüftbreit. So, ihr streckt mal nur das rechte Bein zur Decke aus. Lang und fest machen. Hüfte ist immer noch oben. Und jetzt drückt ihr euch links immer wieder auf die Zehenspitzen. Hüfte bleibt oben, Beine senkrecht. Zehenspitzen, Ferse. Also Ferse senken. Und locker lassen. Ausschütteln. Dann geht die Hüfte wieder hoch. Alles festmachen. Linkes Bein geht hoch zur Decke und jetzt rechts immer wieder auf die Zehenspitzen drücken, die Ferse senken. Hüfte bleibt immer oben. Und wieder alles runternehmen. So, eure Arme bleiben am Boden liegen, Handinnenfläche ist unten. Nicht ganz dicht am Körper, minimal abgespreizt, beide Beine gehen hoch. So, jetzt die Hüfte heben und senken. Heute dürfen die Arme mal mitdrücken. Ihr drückt mit den Armen in den Boden und auch beim Senken der Hüfte drücken die Arme mit gegen. Ihr sollt ja da nicht runterplumpsen. Und dann spürt ihr, der Schultergürtel mit fest wird. Die Rückenmuskeln zu tun haben. Kein Schwung mit den Beinen holen. Er hat sich die Bewegung schon aus der Bauchmuskulatur und eben aus dem oberen Rücken. Kräftig in den Boden drücken. Einmal noch. Und dann zieht ihr die Knie mal zur Brust und greift kurz rum. Wer mag, schlenkert. Atmet noch mal tief durch.
So, beide Beine 90 Grad anwinkeln. Oberkörper hoch. Linke Hand tippt jetzt hier die rechte Ferse an. Rechte Hand die linke Ferse. Ihr könnt die Bewegung hier ganz klein machen. Je länger ihr die Beine macht, Richtung Boden, desto intensiver wird es. Ja, Kopf, Schulter, Gürtel bleiben die ganze Zeit oben. Es sei denn, ihr merkt, ein bisschen unangenehm im Nacken, dann legt den Kopf ab. Macht dann nur die Beinbewegung. Bauchnabel richtig ranziehen. Atmen nicht vergessen. Und dann Kopf runter, Beine runter, Schultern kurz ausschütteln und atmet durch die Nase nochmal richtig tief in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. So, dann nehmt ihr die Hände nochmal in den Kopf, Füße stehen, mit dem Schultergürtel wechselseitig rechts schräg hochdrehen, abrollen, links schräg hochdrehen, abrollen, rechts schräg hoch, links schräg hoch. Noch 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, dann geht's auf die andere Seite. Macht euch als erstes wieder relativ lang im Oberkörper. Die Beine sind etwas angewinkelt. So. Ja, wirklich lange Halswirbelsäule, langer Rücken. Arm auf den Körper ablegen. Der Arm an sich ist locker, aber ich schiebe die Schulter Richtung Hüfte. Und dann zieht ihr wieder nur den Kopf hoch. Ohr geht Richtung Schulter. Ihr schaut immer direkt nach vorne auf den gleichen Punkt. Die Nase ist der Drehpunkt, die Nasenspitze. Ja. Und den Kopf wieder liegen lassen. Beide Beine ausstrecken. Arm geht hoch, Füße, Bauch anziehen, die Beine sollen schweben und dann Kopf und Schultergürtel heben, senken. Der liegende Arm drückt nicht mit. Und locker lassen. Kurz ausschütteln. Und dann kommt auch Unterarm. Unteres Bein richtig anwinkeln. Oberes Bein ist ausgestreckt. Wir haben wieder die Oberschenkel übereinander in Verlängerung des Oberkörpers, Ellbogen unter der Schulter. Wir machen die Bewegung wieder nacheinander. Hüfte anheben, Bein heben, senken, Hüfte senken, heben. Ja, deutlich nacheinander. Und wieder absetzen. Nochmal ganz, ganz lang machen am Boden. Legt wieder die Hände aufeinander oder steckt die Finger ineinander, sodass ihr von den Fingerspitzen bis zur Ferse in einer Linie seid. Auch so bleibt, Kopf liegt. Und beide Beine heben, senken, heben, senken. Hüfte bleibt senkrecht. Nicht ablegen. Und locker lassen. So, jetzt drückt euch mal hoch in den Sitz. Und zwar als erstes
in den Schneidersitz setzen. Wenn die nächsten, die sitzen jetzt einen ganz kleinen Moment. Wenn es vielleicht so im Schneidersitz nicht geht, ihr könnt euch gerne jetzt auch auf den Stuhl oder auf die Couch setzen. Oder schiebt euch ein Kissen unterm Po, dass ihr einfach ein Stückchen höher kommt und angenehm, bequem sitzt. Ja, wie gesagt, Stuhl, Couch, völlig in Ordnung. So, als erstes nochmal kurz Schultern kreisen lassen. Mal kurz richtig rumziehen. Atmet dabei nochmal tief durch. Schultern tief lassen und jetzt einfach mal nur kurz nach vorne lehnen. Ja, ob ihr jetzt im Schneidersitz sitzt oder weiter oben, einfach vorlehnen, Kopf hängen lassen, alle mal Schultern hängen lassen. Dann wieder aufrichten. Ich drehe mich mal um zu euch, damit ihr das besser seht, was ich meine. Und zwar geht ihr mit euren Händen mal mit den Fingerspitzen, besser gesagt, einfach hier am Ohr ein Stückchen nach oben, so zum Haaransatz. Ja, da merkt ihr so zwei Punkte rechts und links, wo eine Kuhle ist, sage ich jetzt mal. Da bleibt ihr, ja, und drückt ganz leicht, entweder mit den Fingerspitzen rein oder ihr könnt auch mit den Daumen hier rangehen, dann könnt ihr die Hände ablegen. Finde ich persönlich angenehmer, aber ihr könnt gerne auch einfach nur die Fingerspitzen nehmen. So, Schultern bleiben unten. So, jetzt drückt ihr hier in diese Punkte, ja, wo ihr merkt, oh, da geht der Schädel los, sage ich jetzt mal. Da drückt ihr ganz, ganz leicht nur rein und lasst locker. Ganz leicht nur, ja. Auch hier bitte nicht so doll, wie es geht. Ihr könnt auch permanent leicht drücken, kreisende Bewegung machen. Ja, das wird schon auch mit leichtem Druck ein bisschen wehtun. Ja, ganz leicht nur. Kreisen, eine kleine Bewegung machen oder Druck und locker lassen. Oder ihr könnt aus dem Reichen. Tastet euch da mal ran, was geht. Ja, ganz leicht nur. Das soll jetzt nicht megamäßig wehtun. Ganz leicht. Machen wir auch gar nicht so lange. Gehen schon hier wieder weg. Und ihr geht dann mal mit euren Fingerspitzen rechts und links hier von der Halswirbelsäule. Also eigentlich an dem Punkt, wo wir eben waren, dort streicht ihr am Hals einfach mal nur nach unten. Auch wieder mit leichtem Druck. Wenn die Hände nach oben gehen, da lasst ihr locker, da streichelt ihr euch nur. Nach unten mit ein bisschen Druck streichen, nach oben nur ganz minimal streichen. Ja, wir wollen immer Richtung Herz ausstreichen. Und dann werdet ihr größer in der Bewegung. Das heißt, ihr zieht diese streichende Bewegung hier mehr Richtung Nacken. Ja, immer oben anfangen und runter streichen, bis ihr dann richtig über die Schulter hier nach vorne zieht. Richtung Schlüsselbein. Oben anfangen, am Hals lang. Könnt ihr auch richtig reingreifen, wenn ihr möchtet. Ja, je nachdem, wie weit ihr da mit den Händen kommt. Und dann zieht ihr hier nach vorne. Fangt oben an, runterstreichen und vorziehen. Ja, im Nackenbereich, da merkt ihr hier schon, wenn er hier so rüber streicht, dass da ein recht fester Muskelstrang ist. Wenn ihr am Nackenbereich seid, da könnt ihr ruhig ein bisschen doller drücken oder ziehen. Ja, hier ist stärker, ist der Muskel größer, die knöchernen Strukturen sind stabiler als oben in der Halswirbelsäule, wo wir nur leicht drücken. Ja, zieht hier richtig nach vorne. Könnt auch gerne dann nur hier vorne bleiben, einfach mal rüber ziehen, rüber streichen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da nichts merke. Ja, also auch ein bisschen verspannt. Hier immer rüberziehen. Genau. Machen wir noch einmal. Sollte erstmal nur ein Gefühl dafür kriegen. Und dann nach vorne nehmen. Kurz die Hände mal lockern. Ja, für die ist es auch anstrengend. Schultern nochmal kreiseln lassen. So, wir bleiben noch so sitzen. Oder eben auf dem Stuhl. Und ihr geht mal hier unter euer Schlüsselbein. Der linken Hand und das rechte Schlüsselbein und ihr streicht mal direkt hier unterm Schlüsselbein lang. Ja, wirklich vom Anfang
bis man merkt, wie man so auch wieder eine Kuhle reinrutscht. Da ist Schluss. Ja, da streicht er einfach mal ruhig auch kräftig rüber. Das wird auch ein bisschen wehtun wahrscheinlich. Da wäre es eigentlich fast besser, wenn es jemand anders macht. Da könnt ihr kräftig drücken. Ja, wir haben hier einen Engpass, wo viele Nerven auch durchtreten. Und wenn da die Muskulatur fest ist, ja, auf dem ganzen Sitzen, ja, lockert hier einfach mal. Ja, streicht hier kräftig unterm Schlüsselbein lang. Das kann man auch immer mal zwischendurch machen. Könnte auch eine kleine, schnellere Bewegung machen oder eine kreisende Bewegung. Und dann lassen wir es noch schon locker ausschütteln und wir wechseln zum anderen Schlüsselbein. Auch wieder hier innen starten und direkt unterm Schlüsselbein lang rutschen. Ja, wir wollen die Struktur, den Muskel, die Faszien einfach ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal aufreißen, entzerren, die Durchblutung anregen, den Stoffwechsel damit auch anregen. Ja. Drückt dadurch wieder kräftig. Auch hier könnt ihr theoretisch eine kleinere Bewegung machen, wenn ihr merkt, oh, wo der Schmerz am größten ist oder da, auch, wo der Muskelstrang ist, da könnt ihr gerne auch bleiben. Ja, kleinere Bewegung machen. Auch hier, das wird schon wehtun. Ja, aber man selber fügt sich nicht unbedingt den Schmerz und den Druck zu, den es jetzt vielleicht bräuchte. Aber für den Anfang reicht das auch erstmal. Und locker lassen. Nochmal kurz kreiseln, Schultern kreiseln lassen. Dann nehmt ihr die Arme nochmal hoch und macht euch hier lang. Regelt und streckt euch. Ruhig auch nochmal Oberkörper mit nach rechts und links rüberlehnen. Und dann alles raus, schieben. Atmet nochmal richtig tief ein und beim Ausatmen locker lassen. So, dann habt ihr es für heute wieder geschafft. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die Übung, die wir jetzt so zum Schluss gemacht haben, könnt ihr gerne auch immer wieder zwischendurch mal im Büro machen, am Schreibtisch, an der Ampel, ja, immer wieder den Schultergürtel durchbewegen oder eben eine Eigenmassage machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, noch eine angenehme Woche und bis nächste Mal. Tschüss!